Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies. Mit mir, The Maxi. Wir sind gerade noch bei der Mission vom letzten Mal und das Teil geht nicht kaputt. Boah, ey, da könnte ich schon wieder ausrasten. Da könnte ich echt schon wieder ausrasten. Es gibt nichts zu verraten. Alles Mögliche geht kaputt, vor allem wenn die Polizei durchfährt. Aber wenn ich dagegen fahre, warum denn? Warum denn? Warum denn das kaputt gehen? Oh, ey. So, und jetzt wird es wahrscheinlich wieder so kommen, dass ich, wenn die Polizei schon kommt, den noch in der Verfolgung habe. Weil ich viel zu weit von dem weg war. Das ist doch nervig. Komm. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss den da ausschalten. Ach, lasst mich jetzt hier durch. Wenn es jetzt hier wieder so anfängt wie das letzte Mal, ne? Dann werde ich hier richtig sauer. Weil das ist einfach nur nervig. Am Anfang konnte ich den vorher easy ausschalten. Musste dann nur vor der Polizei fliehen. In Anführungsstrichen nur. Aber jetzt auf einmal... Ich habe doch neutralisieren geklickt. Seht ihr, und das ist dann das, was unfair ist. Was hier total nervig manchmal ist. Jetzt, komm. Naja, fahr mir in die Seite, fahr mir überall rein. Ist mir sowas von egal. Ja, neutralisieren. Was soll ich jetzt neutralisieren? Die hinter mir, oder was? Ja, sehr schön. Sehr schön, hat den da trotzdem nicht davon abgehalten. Naja. Vor allem, die sind einfach mal viel zu schnell. Für normale Polizisten. Warum komme ich nicht an den Heli? Ich würde sehr gerne mal an den Heli kommen, weil das habe ich extra freigeschalten. Geh weg. Ja, ich halte natürlich sofort mein Fahrzeug an, nachdem er mich schon beschossen hat. Das ist doch dämlich, oder? Komm. Warum kriege ich den jetzt nicht? Ja, komm, macht mich platt. Macht mich ruhig platt. Ist mir egal. So, schnell rein. Ja, genau. Komm, das hätte jetzt, ja. Wollte gerade sagen, das Fahrzeug ist neutralisiert. Und der Typ eigentlich auch. Wie lange bin ich jetzt über den drüber gefahren? Oder an den ran? Kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt lasst mich den doch einfach mal überfahren. Da, weg damit. Weg mit solchen Idioten. Ja, das klang ein bisschen nach Blechschaden, würde ich mal sagen. Ein SUV wurde zum Standort des Verdächtigen geschickt. Einer? Ja, genau. Was ist denn das jetzt hier für ein... Oh, das ist ja echt zum Kotzen manchmal, oder? Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Hätte man das anders machen müssen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal dem Heli irgendwie entkommen. So. Ja, natürlich fahre ich dran. Werde ich wahrscheinlich machen müssen. Einfach um mir dann ein anderes Auto aufzunehmen. Aber, ja. Ein SUV wurde dem Verdächtigen bereits hinterhergeschickt. Ja. Sehr schön. So einer. Ich will ja nichts sagen, aber die Polizei, die rammt hier gerade viel mehr, Leute. Hier ist... Ja, Verdächtiger schießt! Ja, ist mir langsam relativ egal. Ist mir langsam egal, was ist das für eine Kackmission? Was kommt davon, wenn man den So, schneller. Ich würde eigentlich gerne mal aus der Stadt rauskommen. Ich fahr von einem Ring ins nächste. Lass dich nicht schnappen, mein Junge. Das wäre nicht gut für deine Schwester. Schneller raus, schneller raus, schneller raus. Ja. Sinnvoll, sehr sinnvoll. Wenn hier überall einfach nur die Überwachung ist, ne? Die US-Scan beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. Den nehme ich auf die Hörner.
pass auf! Ja, mach mal. Hey, sofort! Da. Was geht? Ich geh jetzt hier einfach raus. Wenigstens erwischt mich hier im Tunnel der Heli nicht. Halten Sie das Fahrzeug an! Sofort! Ah. Da ist er wieder, der Heli. Konnte aber nicht schießen. Wundervoll, wundervoll. Ich kann für nichts garantieren. Fahren Sie rechts ran. Ich kann auch für nichts garantieren. Wir fliegen zurück. Ja, flieg zurück. Besser ist es, besser ist es. Sofort anhalten. Ich werde hier definitiv nicht anhalten. Oh, ich bin im Fahren. Coole Sache, coole Sache. Sofort anhalten. Das ist ein Befehl. Nein, mache ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich gerade hinfahre. Ich weiß, ich bin auch auf der falschen Spur, aber ich denke mal, so schlecht ist es gar nicht. So, einfach nur raus hier. Würde ich mal sagen. Ja, genau. Das sperren die einfach alles. Komm durch. Durch da. So, nächster Tunnel. Okay. Bestätigt. Ein SUV ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Ja, genau. Ach, okay, diese Holzleitplanke, die kann man nicht durchfahren. Weil es ist Holz, oder was? LS, Verdächtiger wieder in Sicht, sind dran, over. Toll. Versuch, ja, versuch mich mal zu drehen. Okay. Schießt ruhig ein paar Zivilisten ab. Ist alles richtig. Der hört erst auf, wenn wir ihn zwingen. Los, rammen wir ihn. Aha, okay. Halten Sie Ihr Fahrzeug an und ergeben Sie sich. Ich sehe halt super schlecht. Das ist ja echt nervig. Da, ja, hier durch. Hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort an. Hey, darf ich den Mist kein Platz machen? Nein. Könnt ihr mal dieses Kacklicht wegnehmen? Das ist echt nicht so förderlich für meine Sicht. Danke. Ah, Mist, da wäre es Offroad gewesen. Nee, alles gut. So, fahr. Fahr eben, fahr. Der kommt den Berg nicht hoch, dieser Idiot. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mann, der ist ja jetzt ganz woanders. Wollt ihr mich... Also, langsam habe ich so das Gefühl, die wollen mich ja alle verarschen. Der ist jetzt in einer ganz anderen Richtung. Schön, ganz toll. Jetzt fahrt mir nicht in den Weg. Ich mache euch alle platt, ey. Kannst du vergessen, dass du da lang fährst? Du machst das viel zu schwer, Aiden. Zwing mich nicht, dich zu verraten. Es gibt nichts zu verraten. Wieder falsch. Diese cleveren Tricks, die du mit dem CTOS abziehst, ich hab's schon gesehen und gelernt. Sehr gut. Das kommt davon, wenn man den Tür mit dem Teufel macht. Okay, was mit dem jetzt? Kaputt. Meine Güte. Geh weg. Junge, das wäre nicht gut für deine Schwester, oder? Ach ja. Für wen ist denn hier überhaupt noch? Oh, lass mich doch vorbei! Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, ob wenn die mich einmal auf dem Radar haben. Ja, genau. Seht ihr? Wenn die mich einmal dann haben, dann ist es eh so ein Arsch, was man hier macht, habe ich so das Gefühl. So, hat jetzt wenigstens jemanden getroffen. Ich weiß es nicht. Ich will aber auch, glaube ich, nicht wieder nach Pony fahren. Das war ziemlich dämlich. Jetzt zeig mir doch einfach den Heli, dann kriege ich den auch platt. Ja, ich halte das Fahrzeug an, genau. Ja, ihr habt mich. So seht ihr aus. Genau so seht ihr aus, als würdet ihr mich haben. Leute, ich weiß nicht, was das soll. Was diese Kackmission soll. Vor allem, warum man die nicht schaffen kann.
Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Jedes Mal ist hier ein anderer Grotz. Einmal kann der nicht mehr laufen. Das geht jetzt wieder. Sobald ich das Spiel neu gestartet habe, ist das in Ordnung. Aber dann kommt hier so ein Rotz, wo man eigentlich nichts machen kann. Oder was kann man hier machen? Wie habt ihr die Mission gemacht? Die ist doch einfach nur nervig, oder? So, komm, weg mit euch. Okay. Ist einfach nur das Fahrzeug kaputt, oder was? Ja, toll. Ganz toll, ganz toll. Komm, schieß von oben, mach mich platt. Dann hat es ja alles ein Ende. Und so. Boah. Kann ich hier drin bleiben? Oder könnt ihr die Türen aufmachen? Tatsache. Komm, Tür auf. Und raus da. Ich brauche ein Auto. Da drüben. Was ist aktiviert? Ach, Straßensperren. Okay, kannst du mal die Knarre wegstecken? Hey, wo kommt ihr denn jetzt her? Geht doch einfach aus dem Weg hier. Leute. Rennt mir ruhig in den Weg. Nein. Nämlich hat er den Polizisten dort getroffen. Das wäre cool gewesen. Bremst mich aus. Mach mal. Ja, ich komme zurück. Alles gut. Einmal nur hier durch. Ja, benötigen Sie TOS-Zugang. Schön. Schön, 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 schön. So. Der Verdächtige ist weg, aber wir geben noch nicht auf. Aha, okay. Was, wenn ich hier unten bleib? Sind hier und legen los. Wer sieht mich denn hier? Niemand. So. Check mal. Ich hoffe, wenn ich hier bleibe, dass sie mich nicht finden. Der Heli kann mich hier nicht sehen. Im Leben. Naja. Das ist Zeitverschwendung. Boah, Alter. Als ob man das so machen kann. Ist doch nicht wahr, oder? Hätte ich jetzt nie gedacht. Nie im Leben. Okay. Dann halt nicht im Auto fliehen. So ging es ja auch. Boah, Leute. Ey, diese Mission, die hat mich gerade wieder so aufgeregt. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Hey, das sieht gut aus hier. Ich habe vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Sehr schön. Deine Schwester? Geht's dir gut? Na, wer denn sonst? Jetzt mal ehrlich. Wir rollen sie zurück. Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Audiobearbeitung ist nicht meins. Ha, toll. Aber schick, was du hast. Irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahre wieder zum Bunker. Nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Ich vor uns liebes Nest. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Okay. Na dann. Machen wir das mal. Ich nehme mir ein Auto. Ich habe keine Lust mehr, jetzt erst ein Motorrad zu bestellen. Musik habe ich zum Glück ausgeschalten. Eigentlich. Ja, ist aus. Perfekt. Dann können wir ja jetzt dahin fahren. Ey, diese Mission, ne? Ich habe echt gedacht, entweder wir müssen am Anfang diesen gelben Kreisen ausweichen oder keine Ahnung. Das war schon echt eigenartig. Unsere Nachforschungen ergaben Widersprüchliches. Es gibt Hinweise darauf, dass er verheiratet war.
Ein anderer Bericht widerspricht dem allerdings. Aha. Wir wissen von einer Schwester, einige sagen, er hätte auch einen Bruder. Aha. Zu den meisten Spekulationen gibt es keine Beweise. Unzweifelhaft ist, dass ein junges Mädchen, Lena Pierce, bei einem Autounfall starb. Voll, ne? Ein Unfall, der einigen als Anschlag einer Gang gilt. Falls eine Verbindung zu Pierce besteht, war dies... Ja, ja. Alles gut. Das Rattennest, okay. Boah, starten wir das. Hoffentlich wird die besser als die vorherige. Wir haben die vor als Aufenthaltsort. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Ja, wenn er IREX genau. Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Wozu sollte er das verkaufen? Ich hätte da nichts mehr für Damien. Ja. Okay. Zugangspunkt. Oh Mann. Ein Volltreffer. Wo bist du? Hier ist so eine Webcam. Bin da ein Zugang? Also sieh dir an, was ich gefunden habe. Finde einen Zugang. Gehe ich da jetzt hier rein? Na, was ist denn jetzt hier wieder mit Musik? Warum ist jetzt hier wieder Musik? Vor allem habe ich die das letzte Mal schon komplett auf Null gedreht. Ah. Komm. So, Kamera. Wenigstens die Musik weg. Ah. Toll, kann nur hin und her setzen. Den kann ich hacken. Ich hab nachgesehen. Hab den Namen durch die Polizeidatenbank gejagt und so ein... Ja, ja. Okay. Gebiet. Ist halt echt nur hier. Ja, Zugangspunkt zu lokalisieren. Das ist sehr... sehr gut. Was ist das da drüben? Ist ja das? Mit T-Bone verbinden, natürlich. Machen wir doch gerne. Hm. Lass mal das auf. So. Ups. So. So. Und drin. Wer ist das denn? Ah, T-Bone. Das ist brandneuer Scheiß. Alles Prototypen. Ich bin verliebt. Ah, ja. Pack schon ein. Oh, oh. Die sind sauer. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Sorry, Prinzessin. Toll. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Vor allem ist das die Polizei, oder? Wo ist er? Weg. Und raus ist er. Der Kerl hat Fixer angeheuert. Sie haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Ja, steck doch einfach rein. Ich hab was auf seinem Computer gefunden. Neben diesem fucky Prototyp-Scheiß. Ach, da oben, oder was? Ach so, hacken, okay. Ich dachte, ich muss ihn jetzt irgendwie abholen oder sowas, aber nö. Was hast du gefunden? Auf seinem Computer. Ach so, eine Schwäche. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum, also... Ah, Mann. Wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber er ist nicht so sicher, wie er denkt. Was sagst du da? Wenn wir ihn finden, können wir ihn einfach beklauen? Ah, der merkt's nicht mal. Glaubt, er könnte Raymond Kenny verarschen. Er hat ja überhaupt keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Hä, warum wird denn jetzt gerade T-Bone angegriffen? Wo sind die hier? Ja, lad ruhig nach. Alles gut, alles gut. Ja, genau. Komm um die Ecke. Pass auf, der kommt.
Jetzt nur noch Aliens. T-Bone schießt, oder? Ich rufe an, wenn ich sicher bin. Schön. Lass dich nicht umbringen. Darf ich mit? Darf ich mit? Wir schützen immer noch. Okay, ich darf nicht mit. Oh, und noch eine Sache. Als ich in diesem Rattenloch war, habe ich bemerkt, dass der kleine Scheißer im CDOS rumgefummelt hat. Aha. Er hat Zugang. Und ich denke, du bist sein Ziel Nummer 1. Schön. Wunderschön. Das heißt, der hackt mich jetzt einfach ein bisschen. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann. Alter, was war das denn? Was war das denn bitte? Jo, was war das denn? Fahr in ihn rein, tu es! Komm, fahr! Okay, war es das jetzt für T-Bone? Ich glaube, ne? Zack. Okay, der ist auch platt. Das Auto ist in, ich bin raus. Ja. Stoß ihn! Stoß ihn? Mein Auto ist auch gleich hin. Das ist mein Problem. Oh, ich konnte durchfahren. Unterstützung ist da. Was? Wir werden ihn rammen. Nochmal. Haha. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin drüber. So, und jetzt? Jetzt bin ich verbunden. Wir sind vor Ort. Schalte ihn aus. Aber nur einer ist vor Ort, dachte ich. Oh, hallo. Noch einer. Wo kommen die denn alle her? Was geht, Freunde? So, wer sind die alle? Ich weiß es nicht. Vor allem, was soll da? Okay, die machen sich selber irgendwie platt. Jo, hier sind neue Autos. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, genau. Steht doch einfach mal auf. Schnapp dir ein neues Auto. Und tschüss. Vor allem, wie schnell sind die dann immer wieder eingestiegen und mir auf den Fersen? Das finde ich ja krass. Okay, ich könnte die auch einfach alle killen. Wobei einfach, ne? Das ist halt so eine Sache. So, so, retten wir. Jag ich euch jetzt? Ich weiß nicht. Scheint fast so, ne? Ach, kommt. Lass uns das irgendwo austragen. Irgendwo, wo wir keinen verletzen. Ach, Freunde. Ich hasse es, wenn diese Missionen immer so ewig gehen. Beziehungsweise, wenn dann die Folgen so krass lang werden. Das ist ja auch nicht so geplant unbedingt. Wir haben die Sau. Ach Quatsch. Wo sollt ihr mich denn haben? Keiner von euch weiß, wo ich bin. Na gut, vielleicht wissen es doch einige. So, zu. Kann ich jetzt runter? Ja. Wir könnten Hilfe brauchen. Ihr könntet Hilfe brauchen. Er ist weg. Entschuldigung. Der war einfach da. War nicht geplant. Vorsicht. Vorsicht. Ja, eigentlich will ich... Oh, kannst du nicht normal aussteigen, wie jeder andere auch? Meine Güte, kann er nicht. Kann er nicht, kann er nicht. So. Natürlich habe ich eine Knarre. Ihr doch auch.
Deckung? Gehst du jetzt? Komm. So. Oh, da ist eine. Ach, wunderbar. Läuft doch, hier sollte ich vielleicht nicht unbedingt bleiben. Wo ist er? Da sind wir. Nehmen wir mal einen Baum hier wenigstens, ja. Wir finden dich, okay. Platt. Caesar, entweder entkommen oder alle killen. Dann kill ich sie doch einfach alle. Ich sehe den nicht. Oh. Explodiert schon wieder alles. Da. Erwischt. Okay. Bedrohung ausgeschaltet. Ich war's nicht, Freunde. Aber ich würde mal sagen, für heute war's das. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies. Mit mir, The Maxi. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.